Oh, das Parkstadion ausverkauft mit 62.000, aber das richtige Leben, das wir hier kennen, das war's nicht. Tja, wer Pott kocht, so wirbt man offiziell für das Ruhrgebiet, aber bitte, nicht so. Nein, die Stimmung eher gedämpft, gedrückt, und zwar in beiden Lagern, bei den Schalkern und den Bayern. Und die Gäste in einem leicht ungewohnten Outfit begannen offensiv. Fink. Lizarazu hält sein Gegenspieler weit weg. Janka. Lizarazu. Flankenwechsel. Basler. Und dann dieser leicht verunglückte Abwehrversuch von Oliver Held, das gibt Einwurf. Und das besorgt Lizarazu. Gewohnt, hoch und weit. Zweite Minute. 1:0 für den FC Bayern München. Und ich glaube, der Giovane hat noch gar nicht gemerkt, dass er überhaupt nicht am Ball war. Aber er lässt sich vorsorglich schon mal feiern. Hier der Einwurf. Effenberg verlängert. Und dann... klar und deutlich, unübersehbar, Yves Eigenrauch. Unhaltbar für Matthias Schober, der heute bei Schalke im Kasten stand. Yves Stevens hatte ja eine schwere Wahl zu treffen, alle drei Torhüter wieder fit. Olli Reck nicht im Aufgebot, Gordas auf der Bank und Schober, der gut gehalten hat in den letzten Wochen, heute also aktiv. Das ist Held. Oh, da hat er den Lizarazu mal schön überlaufen. Das ist seine Stärke. Eichelkamp, 6. Minute. Und das ist nun überhaupt nicht seine Stärke, der Kopfball. Aber da ist er richtig mutig abgetaucht und die Gefahr ist erkannt. Auch bei Ottmar Hitzfeld. Also die Schalker fielen nicht in Depression nach diesem unglücklichen Rückstand. Im Gegenteil. Büskets. Verkerkhofen, 8. Minute. Gegen Jeremis, der Libero spielte bei den Bayern. Logisch, Lothar Matthäus noch nicht wieder fit nach seinem Faserriss. Aus dem Dortmund-Spiel, Jeremis. Babbel, halbrechte Position heute gegen Verkerkhofen. Oh, Fehler von Schmidt. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Strampe, es gab Freistoß für den FC Bayern, aber viel schlimmer für die Schalker, Kmetsch musste raus. Eine wichtige Säule im Schalker-Spiel. Und er wird uns gleich zeigen, woran es lag. Ja, genau da, da hat es gezwickt, da tat es weh. In der Leiste, er der neue Mann, Denis Klujew, der Russe, von dem Yves Stevens so viel erwartet. Aber das alles bin ich. Für Schober. 2:0 nach 15 Minuten und jeder denkt, na nun werden die das aber locker nach Hause schaukeln und wahrscheinlich noch einen richtigen spielerischen Wirbel aufziehen. Die Schalker mit viel Engagement und Kampf dagegen und damit kann man eine ganze Menge bewirken. Büskens, Verkerkhofen, nicht angegriffen, Eichelkamp, 16 Meter, der Anschlusstreffer, 20. Minute, René Eichelkamp, wohin, ja, von ihm kam das Zuspiel, das Geniale von Libero Müller, der heute anstelle des verletzten Olaf Thon die Libero-Position aufführte. Na, hoffentlich kann er hinterher noch alles lesen, was er da aufschreibt. Hübsch steht. Unglaublich, wie gefällig und ungehindert die Schalker hier vor dem 16er des FC Bayern kombinieren konnten. Dann aus der Drehung und da die Fußspitze von Thomas Helmer. Gab dem Ball noch die entscheidende Wende, dass Kahn nichts mehr halten konnte. Ich frage mich, war Thomas Helmer da schon wieder angeschlagen nach seiner Verletzung? Denn kurz darauf musste er raus, für ihn kam der junge Kufur. Kufur und Linke, jetzt in der Manndeckung beim FC Bayern München. Oh, das war nicht die feine Art von Mario Basler. Kann man schon mal ein bisschen ausflippen, aber der Basler, das zeichnet ihn ja aus. Er hat ja immer wieder diese menschliche Ader, der macht das alles von selbst wieder gut. Und Schiri Strampe muss da gar nicht erst eingreifen. Da haben wir Kufur, der neue Mann für
Thomas Helmer. Es war die 22. Minute gewesen, als er kam. 30 Meter. Hami Mandirali. Der Türke bei den Schalker. Er hat einen ganz gefährlichen Hammer. Und eine ansprechende Schusstechnik. Was ihm noch fehlt, ist vielleicht das entsprechende Zielfernrohr. Er war heute der Spezialist für alle Freistoßgelegenheiten beim FC Schalke. Das Ritual. Er muss richtig liegen und man muss dran glauben. Und auch die Mauer muss richtig stehen beim FC Schalke. Basler! Schober! Und mit diesem tollen Flughecht wollen wir uns dann in die Pause verabschieden, liebe Zuschauer, in der mein Kollege Thomas Herrmann einem anderen Thomas ein Geständnis entlockte. Es ist vorher auf jeden Fall passiert, ja. Also Sie waren schon verletzt, als Eichel kam das Tor gemacht hat? Ja, ich habe die Beschwerden schon vorher gehabt, ja. Dann wäre es ja vielleicht besser gewesen, wenn Sie vorher schon rausgegangen wären. Ich habe das signalisiert, ja. Also ich vermute, dass die Empfangsstation für solche Signale beim FC Bayern kurzfristig defekt war. Beide Mannschaften unverändert im zweiten Durchgang. Müller sehr, sehr offensiv, Schalke fast immer ohne Libero hinten, 1 gegen 1. Hübstevens musste alles riskieren und die Mannschaft spielte mit, wie der Büskens den Basler überläuft. Aber dann war der Ball zu schnell, er war auch zu nass für René Eichelkamp. Und für Mandirali, der da hinter ihm noch gelauert hatte. Der Wechsel beim FC Bayern, 57. Minute, Elber raus, Zickler rein. Elber war müde, das Spiel war an ihm vorbeigelaufen. Ein einziger Torschuss, kein Wunder. Erst gestern aus den USA zurück vom Länderspiel Brasilien gegen Ecuador. Schalke erneut mit mehr Spielanteilen. Weit nach vorne aufgestellt, die ganze Mannschaftsordnung. Lujew, Niemetz, Held, Eigenrauch, der sich immer häufiger mit nach vorne einschaltete, aber dann Endstation Jeremies, der eine solide Partie spielte. Auch Effenberg, bisher kaum aufgefallen, aber kämpferisch, okay, da gab er alles. Müller, der FC Bayern hinten festgenagelt. Und dann die alte Taktik, kontern, Zickler. Oh, clever gemacht. Der rennt wie Lola. Eigenrauch kommt nicht mehr mit. In der Mitte lauert Janka. 64. Minute. Die Vorentscheidung. Carsten Janka mit seinem 4. Saisontor. Ballverlust der Schalker in der Vorwärtsbewegung und dann dieser Konter. Und Zickler macht das ganz clever. Wenn er jetzt abspielt, ist Janka im Abseits. Aber er wartet. Und jetzt ist es kein Abseits mehr. Höchstens gleiche Höhe mit Eigenrauch. Und Van Hoogdalem reklamiert da. Nee, Junge, da wärst du mal besser rangegangen. Der Treffer war okay. Van Hoogdalem an sich der zweikampfstärkste Schalker-Spieler. Aber da hat er den Janker laufen lassen. Und dann mit viel Gefühl soeben reingeschnippelt. Das 3:1 für den FC Bayern durch Carsten Janka. Ja, der Treffer stand. Und das sind eben diese schönen Momente. So ein kleiner Flachs am Rande zwischen den beiden Scherzbolden René und Mario. Lisa Razou. Eichel. Was der mit dem Ball macht. Gegen Lisa Razou. Dieser lange Kerl mit diesen langen Beinen. Und dann auf den eingewechselten Latal. Aber ein Schüsschen wie ein Mehlkloß ins Gebüsch. Latal war in der 68. Minute für Müller gekommen. Und jetzt kommt Wolfs. Das ist der Sturmtank bei den Amateuren. Für ihn musste Klujew wieder raus. Und dann diese Szene. Der Kahn am Grund. Im Luftkampf mit Sascha Wolf. Die Story von Geifern und Kneifern. Vom Streicheln und Trösten. Hier. Olaf Thon hat in einer ähnlichen Situation mal gesagt, ich habe ihn nur leicht retuschiert. Ja, Sascha Wolf mit dem Allerwertesten. Ist er dem Olli da wohl in den Unterleib geraten?
Aber er stand bald wieder, Olli Kahn, und er konnte weiterspielen. Dennoch, ein kleines Nachspiel gab es schon. Gelb für Wolf und für Jeremies. Die hatten wohl ein bisschen überreagiert bei dem allgemeinen Rhabarber. Ja, bei diesem Wetter kann man leicht kühlen Kopf behalten. Höchstens, er arbeitet für Schalke und nicht für die Kritiker. Und deshalb ist er der Beste, sagt Rudi Assauer, ohne jeden Zweifel. 85. Minute, Mario Basler, er hatte seine Arbeit verrichtet. Manche schöne Erinnerung lässt einen eben allein zurück. Sein wunderschönes Tor in der 15. Minute. Und da saß er nun, der Mario. Die Schlussphase mit Effenberg. Noch einmal Effenberg. Und dieser Ball ist zu schnell für Babbel. Kurz danach war es zu Ende. Kein glanzvolles Spiel und kein glanzvoller Sieg des FC Bayern. Sie gewannen heute gewissermaßen mit der alten Trapattoni-Taktik. Hinten dicht machen und dann auf Konter spielen. Das haben sie nicht verlernt. Also, ab jetzt in die Nordkurve zur Danksagung an die Fans, denn die verhielten sich wieder mal prächtig. Am Schluss gab es Applaus und Beifall für die Schalker, die, ich würde mal sagen, das Vorletzte gegeben haben. Aber das reichte eben nicht gegen diese cleveren Bayern. So, liebe Zuschauer, ich denke, wir wollen jetzt am Schluss noch einmal Stimme zeigen mit unseren Kollegen Thomas Herrmann und Uwe Bornemeier. Können Sie mal so als Nationalspieler Vorbild für die Jugend der Jugend erklären, wie so ein Ball um die Ecke zu schießen ist? Nein. So einen kleinen Tipp, heißt es? Nee, da gehört natürlich enorm viel Glück dazu, da muss alles passen, da muss der Torwart auch ein bisschen mitspielen, die Mauer ein bisschen mitspielen und mein rechter Fuß muss ein bisschen mitspielen. Kommt immer darauf an, wie er aufgelegt ist. Kann man da keine Mauer gegenstellen? Doch, da stand ja die Mauer und aus meiner Sicht stand es auch richtig, dass ich über einen Pfosten noch einen stehen hatte. Ich hoffe, das kann man im Fernsehen sehen, nur der hat Kunstschütze, ich weiß auch nicht, wie das Ding dann noch reingegangen ist. Haben Sie mehr Chancen gesehen als die drei Tore? Nein, aber Sie müssen auch mal aus zwei Chancen drei Tore machen, oder? Ist auch nicht schlecht. Der Basler, 10.000 Mark Geldstrafe haben Sie in diese Woche aufgebrummt. War das denn eigentlich okay, Mario? Irgendwo fühle ich mich ja auch ungerecht behandelt. Nur ist es halt einfach so, dass der Verein ja irgendwo schon Recht hat, wenn er eine Geldstrafe ausspricht. Nur muss er sie dann für alle aussprechen. Und das hat er nicht gemacht, also sind Sie ungerecht behandelt worden. Ja, ihr wisst ja nichts davon, oder? Dass jemand anders eine Geldstrafe gekriegt hat. Nee, ich weiß oder? Nicht. Wenn es nicht gesagt hat, er wüsste das heute noch nicht. Haben Sie mit dem Uli Hoeneß mal gesprochen oder werden Sie das machen? Wir haben schon öfters miteinander gesprochen, ja. Aber jetzt noch nicht zum aktuellen Fall? Auch das haben wir schon getan. Und hat er es eingesehen? Na, ich glaube nicht.